den Schülern genau das Gegenteil, die meinen, das ab jetzt sei ungerecht. Sei es, dass man sich nicht in Lerngruppen treffen kann, dass man keine Bibliotheken aufsuchen kann, sei es, dass man aufgrund der Umentscheidungen der Politik nicht genau weiß, ob jetzt die Prüfungen stattfinden werden oder nicht, oder ob andere Bedingungen sich jetzt erfüllen, wie zum Beispiel, dass man einen Laptop zu Hause hat oder den teilen muss mit anderen Familienmitgliedern. Und das sind alles Bedingungen, die eben dieses Jahr dafür sorgen, dass die Prüfungen eine Ungerechtigkeit sind. Vincent hat während des Schreibens dann doch seine Maske abgenommen. Sauerstoff zum Denken fehlte. Ansonsten aber ist er gut zurechtgekommen und mit seiner Leistung zufrieden, trotz allem. Nee, man hat es irgendwie immer mal im Hinterkopf gehabt, dass man jetzt hier doch ein bisschen aufpassen muss und auch, dass man hofft, dass man keinen angesteckt hat auch, oder sich selber nicht angesteckt hat. Zumal seine Mutter auch noch Risikopatientin ist. Schon zu ihrem Schutz hätte er eine Verschiebung des Abitermins bevorzugt. Entschuldigen Sie bitte, wir haben gerade ein technisches Problem, aber wir versorgen Sie hier mit weiteren Infos rund um die Corona-Neuigkeiten in unserem Corona-Update. Die Corona-Krise wird die Bewegungsfreiheit der Deutschen und damit Reisen weiterhin einschränken. Das sagte Außenminister Heiko Maas heute nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus Luxemburg, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz.